Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich GTA 4 Mods. Ja, eigentlich hatte ich jetzt noch 6 weitere Mods für die bis zum 13., also bis zum übernächsten Montag, also einen Tag für GTA 5 Release für GTA 4. Habe alles installiert und so weiter. Dann habe ich das Spiel gestartet, blablabla, hat sich nach kurzer Zeit hat sich wegen dem Taxi-Bugfix ein bisschen was aufgehängt. Habe eine Sache geändert, bam, Spiel gecrashed, instant. Habe es wieder zurückgemacht, Spiel gecrashed. Habt komplette Vehicles-Image zurückgesetzt, Spiel gecrashed. Und ja, das heißt, durch die absolut geniale Programmierung, die bei GTA ist, ist das Spiel dauerhaft wieder am Crashen. Ich kann nichts machen, ich habe keine Zeit, um das Ganze wieder neu zu installieren. Und deshalb muss ich jetzt leider an der Stelle sagen, nope, kann nicht mehr. Ich hätte gerne jetzt noch die restlichen 6 Folgen gemacht, bis ein Tag vor GTA 5 Release. Ist nicht, ist schade. Hätte mich gefreut, habe jetzt 2-3 Tage durchgearbeitet fürs Vorproduzieren und jetzt damit abzuschließen, ist echt richtig scheiße. Aber kann ich jetzt leider nichts dran ändern, jedenfalls, es tut mir leid, kann ich nichts machen und ja, dann GTA 5 kommt am 14. April raus, endlich für PC. Und nach 1-2 Monaten, wenn ich die Story durch habe, werde ich auch dann anfangen, Videos davon zu machen. Ich weiß noch nicht was, also Mod-Vorstellungen werden später auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht mache ich ab und zu noch Challenges oder irgendeinen anderen Online-Kram. Keine Ahnung, mal sehen. Muss gucken. Auf jeden Fall, es tut mir leid. Ich hoffe aber, die Serie hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bei GCG.